wanted people, sure know how to trick. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. Wie wir Deutschen so sind, Brigitte und ich waren heute 1,5 Stunden zu früh bei der US-Botschaft. Eine halbe Stunde hätte es auch getan. Pünktlich zu sein war aber schon eine gute Idee, da bereits außerhalb des Botschaftsgebäudes die vielen Besucher nach ihrem Termin sortiert und ihre Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft wurden. Im Gebäude wurden wir den üblichen Sicherheitskontrollen unterzogen und dann in einen Raum geführt, wo hinter Panzerglas sitzend die Unterlagen nochmals geprüft und die Fingerabdrücke genommen wurden. Erst dann begann das eigentliche Interview. Überraschenderweise mit ein paar Brocken Deutsch, da der Beamte hinter Panzerglas wohl mal in Österreich gelebt hatte. Nach 5 Minuten war alles erledigt. Es wurden keinerlei Rückfragen gestellt, keinerlei Unterlagen gefordert. In 5 bis 7 Arbeitstagen erhalten wir unsere Pässe mit den Visa zurück. 90% Sicherheit und maximal 10% Interview. So gravity will not keep me down. Falsch gedacht, denn es dauert und dauert und dauert. Nach unserem gemeinsamen Termin in der amerikanischen Botschaft kann Brigitta ihren Reisepass bereits nach 3 Tagen in einer Filiale von DHL abholen. Trotz Intervenierens bei der Botschaft und bei DHL ist mein Reisepass jedoch wie verschollen. Das Warten ist unerträglich, da wir das Gefühl bekommen, dass sich auch niemand kümmert. Die Botschaft schiebt es auf DHL und umgekehrt. Wir sind ratlos. Das Wetter ist auch nicht gerade geeignet, unsere Stimmung zu heben. Wir versuchen uns abzulenken und beobachten Manatees, auf Deutsch Rundschwanzseekühe, und besuchen dann doch noch die Queen's Staircase, bis nach 10 Tagen bei einem erneuten Besuch bei DHL mir endlich mein Reisepass ausgehändigt wird. Wo ist mein Schatz? Wir haben unsere Visa, man soll es nicht glauben. Wahnsinn. Nach 10 Tagen oder so. Ja, meine kamen ja relativ schnell. Ne? Die waren ja schon nach 3-4 Tagen fast, mein Visum. Aber da haben wir ewig gewartet. Und ich habe schon bald gar nicht mehr dran geglaubt, dass es klappt. Aber heute endlich. Ja, endlich haben wir es gerade abgeholt. Es wird kurz gefeiert und dann geht es morgen los nach Florida. Ja, es kann losgehen. Nichts wie weg hier. Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing? Try right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot.
Na, wie ist es wieder unterwegs? Ja, schön, toll. Nach dieser langen Wartezeit ist man natürlich total glücklich, dass es jetzt endlich losgeht. Echt herrlich. Voller Vorfreude hatten wir schon kurz nach unserer Abfahrt in Nassau den Parasailer gesetzt, den wir aber nach einigen Stunden mangels Wind wieder einholen mussten. So, wir sind auf dem Weg von Nassau zur Great Bahama Bank. Hatten ja voller Begeisterung unsere Parasailer gesetzt. Und was ist jetzt los? Naja, am Anfang war es ja auch noch ganz gut, ne? Aber jetzt schläft der Wind mehr und mehr ein. Und ja, wir haben jetzt gerade mal 8 Knoten und machen Speed Over Ground 3,5, 3,6 Knoten. Also wir kommen eigentlich nicht so richtig vom Fleck. Ja, das Problem ist, wenn wir den Parasailer runternehmen, dann bleibt nur Motor, ne? Und das ist immer nervig, dieses Gebrumme. Und so schrecklich viel schneller ist man dann auch nicht. Dann ist man statt 3,5 dann vielleicht 4,5 Knoten schnell. Ah, was machen wir? Nur mal gucken. Also noch steht der Parasailer. Ja, ist noch nicht zusammengefallen. Ja. Also, mal schauen. Vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr, aber ich fürchte, der Winter schläft immer mehr ein. Zumindest erstmal. Und späten Nachmittag wird es vielleicht mal ein bisschen mehr wieder. Ne? Ja, also wir haben uns jetzt eine halbe Stunde noch mal gesetzt, das zu beobachten. Und wenn es dann nicht besser wird, dann kommt er runter mit Motor. Dann müssen wir halt... Ja, leider. Auch mal 7. 7,5. 7 Knoten Wind. Ja. Wahnsinn. Nun motoren wir und setzen, nachdem der Wind jetzt aus Süd wieder auffrischt, zusätzlich das Vorsegel. Wir entscheiden uns, keine Zwischenstopps einzulegen und die Nacht durchzusegeln. Sobald wir die Great Bahamas Bank erreicht haben, ändern wir den Kurs auf West. Wir wollen möglichst weit südlich nach Fort Lauderdale übersetzen, um der enormen Abdrift durch den Golfstrom vorzuhalten. So steuern wir nicht die Bimini-Inseln an, sondern das North Cat Cay. Eine enge Passage und das in finsterer Nacht bei inzwischen kräftigen Seitenwinden. Wir werden sichtlichst immer mutiger. Vor uns liegt eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Wir schlängeln uns zwischen Tankern, Frachtern und Containern hindurch, ganz abgesehen von den vielen kleineren Fahrzeugen ohne AIS. Eigentlich segeln wir seitwärts. Obwohl Kurs 270 Grad, also West, anliegt, bewegen wir uns Richtung Nordwest. An der Skyline von Miami vorbei erreichen wir vormittags die Zufahrt zum Port Everglades. Eine vierspurige Wasserautobahn, nur dass hier hauptsächlich Geisterfahrer unterwegs sind. Ein wildes Durcheinander aus Kreuzfahrtschiffen, Frachtern, Freizeitbooten und Jetskis. Und Maria Noah mittendrin. Die Werft liegt in der Nähe des Flughafens, weit im grünen Landesinneren, und wir motoren auf dem sogenannten New River durch die quirlige Wochenend-Freizeitgestaltung der Bewohner von Fort Lauderdale. Alles geht durcheinander. Es ist schweißtreibend. Einige Brücken sind zudem zu passieren. Kanal 9 ist auf Standby und Brigitte arbeitet sich tapfer in die Brückenkommunikation ein, während ich versuche, nirgendwo gegenzufahren. Glücklicherweise ist es schwachwindig. Trotzdem ist es eine ziemliche Herausforderung, vor den Brücken wartend Maria Noah stillzuhalten, während diverse kleinere Boote Backbord und Steuerbord vorbeihuschen. Der Kanal selbst ist wunderschön. Hier haben die Reichen ihre Villen. Traumhaft.
Gemäß den Garantievorgaben von Lagoon sind wir bei einem Lagoon Service Center zu Gutachterbegehung und Maintenance-Arbeiten angemeldet. Das Lagoon Service Center ist ein kleiner Teil der Werft und Marina Lauderdale Marine Center. Hier sieht man die riesigen Megajachten der Superreichen. Die Katamarane sind dagegen winzig klein. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on. Erstes Interview in Florida. Florida! Ja, Miami. Wir sind jetzt Miami Beach und in der Nähe vom Ocean Drive. Ja, schon eine nette Gegend hier. Genau, wir sind den Beach einmal abgelaufen von einem Beach Lifeguard-Häuschen zum nächsten. Und sind dann wieder zurückgelaufen, haben uns dann die Art Deco-Häuser da alle angeguckt. Ja, die sind schon cool, ne? Ja, sind mir schon gefallen, schön, die ja. Total klasse, sind auch gut gepflegt und jedes ist anders, also finde ich schon klasse. Ja, ich werde mal, also ich bin ja irgendwie in den 80er Jahren mal hier gewesen, mir mal die alten Bilder raussuchen, das ist bestimmt witzig. Ja, mal vergleichen, ne? Wie das damals ausgesehen hat und jetzt und so. Dann sind wir beim Mexikaner essen gegangen und Eis gegessen, also billig oder günstig, das ist ja nicht gerade. Nee, ne? Allein fürs Parken haben wir irgendwie $30 bezahlt, das ist schon ganz schön. Was haben wir denn die ganze letzte Woche gemacht? Ich meine, wir sind ja jetzt schon in Amerika seit... Genau eine Woche. Samstag sind wir angekommen morgens, ne? Dann haben wir uns die Kanäle da vorgearbeitet und dann nochmal das war toll. Wunderschön. Also das möchte ich auch gerne nochmal so ganz in Ruhe spannend, so zum genießen. Bis zum Abwinken und kurz vorm Herzinfarkt, aber auch wunderschön. Ja, war klasse. Ja, und dann Montag ging das los mit der Marina und eigentlich waren wir dann nur beschäftigt, ne, mit Einkaufen und ja, du eben halt viel am Schiff, ne? Ja. Internetmäßig haben wir viel gemacht. Ja, das war ehrlich gesagt das Einfachste und das hat den meisten Effekt, ne? Also unser Starlink-Access. Wir haben jetzt Internet ohne Ende, super. Naja, und ansonsten wird geschraubt an den Segeln, am Rig, ein Motorservice und Saildrive-Service und. Ja, und das geht jetzt noch so ein paar Tage so weiter und dann mache ich 3 Kreuze, wenn wir damit durch sind, weil es ist einfach Hölle anstrengend und schlafen tue ich auch nicht so richtig und insofern bin ich froh, wenn es vorbei ist. Ja, nochmal ein bisschen Zeit hier oder Zeit zu genießen hier ein bisschen mehr, ne? Genau. Maria Noah wird erst eine Woche später aus dem Wasser genommen. Die Arbeiten am Seeventil
und an den Sail Drives werden erst am Morgen des Wiederwasserungs abgeschlossen. In der Marine angekommen, beginnt die geplante Arbeit. Es ist ungewohnt und anstrengend, den ganzen Tag über und durch Maria Noah zu krabbeln und diverse Dinge zu erledigen. Die To-Do-Liste ist lang. Während der folgenden Woche kommen die Arbeiten des Lagoon Service Centers nur schleppend in Gang. Viel Zeit verstreicht, was sich zum Ende unseres Aufenthalts bitter rächen wird. Gute Achterbegehungen für das Schiff und für das Rig, Motoren- und Sail-Drive-Service, Reparaturen am Gelcoat und am Sailbag, ein neues Lazy-Jack-System, neues Großfall und neue Genua-Schot. Umrüstung von manueller Toilettenspülung auf Elektrobetrieb, ein Seeventil wird gewechselt. Plötzlich hagelt es Rechnungen des Lagoon Service Centers und es heißt, dass wir erst zurück ins Wasser kommen, wenn alle Rechnungen beglichen sind. Unser Recht, Rechnungen zu prüfen, wird uns genommen. Es ist blanke Erpressung. Plötzlich wird von außen unser Termin zur Wasserung gecancelt. Ein neuer Termin sei erst in knapp einer Woche möglich. Das ist erneut glatt eine erpresserische Lüge. Die Stimmung explodiert. Allein die Unterstellung, dass wir kriminell genug sind, nach Verlassen der Marina Rechnungen nicht zu bezahlen, ist das Gegenteil von Kundenpflege. Mit einigen Stunden Verspätung und dem Herzinfarkt nahe gelingt es uns doch, die Wasserung durchzusetzen. Wir verschwinden so schnell wie möglich. Die Stimmung war unerträglich. Erneut geht es durch die bezaubernden Kanäle Fort Lauderdale und durch diverse Brücken. Brigitta ist inzwischen routiniert und bedankt sich jedes Mal freundlich für die Passage. Das fällt positiv auf. Wiederholt werden wir daher nochmals nach dem Schiffsnamen gefragt. Maria Noah, das will man sich merken. Atlantic Boulevard Bridge, this is Sailing Catamaran Maria Noah. We are approaching for the 9:30 opening. Thank you.
Unsere erste Anchorage ist Sunrise Bay. Hier treffen wir auf die Ventura, mit denen wir schon häufig per WhatsApp und Facebook Kontakt hatten. Es ist besonders schön, wenn man Menschen sozusagen ein Stück weit kennt und dann live vor ihnen steht. Schwierig ist hier das Anlanden. Der Steg gleich gegenüber am Hugh Taylor Birch State Park ist zerbrochen und unüberwindbar gesperrt. Da bleibt nur eine 20-minütige Dinghyfahrt zum George English Park. Luftlinie wenige hundert Meter. Hier ist das Dinghy-Dock topmodern und heillos überdimensioniert. Um Freunden diese lange Dinghy-Fahrt zu ersparen, verlegen wir 3 Stunden in den Norden von Fort Lauderdale zum Lake Boca Raton. Hier gibt es unmittelbar einen Anleger. Doch die Aktion fällt wortwörtlich ins Wasser. Ein Starkwindgebiet mit jeder Menge Regen zieht auf. Wir sagen schweren Herzens unseren Besuch wieder ab und kehren mit Unmengen vorbereitetem Kuchen in die Sunrise Bay zurück. Ja. Commercial Boulevard Bridge, this is Sailing Catamaran Maria Noah. We are approaching for the 9 o'clock opening. This is Commercial Maria Noah. Copy you. Standby 09. 9 a.m. in 5 minutes start. Okay, see you soon. You got me stranded like a branch in the wind. Tell me what you long for. Oh, I want what you want. Wir sind Brigitta und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40, gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von der Sable an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen.